Ja, moin, moin, ihr Landrott, ihr. Ah, das war ja vor 3 Tagen, als wir noch in Hamburg waren, ne? Also Grüße gehen raus an meine Hamburger Jungs. Sehr cool. Ja, 2 Wochen lang war jetzt hier Sendepause, Flugpause, Family Time war angesagt. Und heute geht's endlich wieder in die Luft. Das wird der Auftakt zu einem hammerharten Wochenende, ich sag's euch. Heute, mein Flieger muss zum TÜV. Wir fliegen jetzt kurz nach Mengen, Hohentengen rüber. 10 Minuten Flugzeit. Und machen da die Jahresnachprüfung. Heute ist Donnerstag. Wenn ihr das Video seht, ist schon Freitag. Es wird eine Speed-Bearbeitung geben. Und dann am darauffolgenden Tag, an dem 10. und 11. Juni, ist das Fly-In in Gelnhausen. Und es wird, glaube ich, könnte das Event des Jahres werden. Da werde ich mein Zelt, mein Schlafsack, mein Isomatte einpacken und werde da hinfliegen. Und wir schweben. Jawohl. Schöne Landung. Sind wir zufrieden? Puh. So, welcome in Mengen, Hohentengen. Liebe Leute, Jahresnachprüfung bestanden. Wupp, wupp, sehr, sehr geil. Ein paar Kleinigkeiten wurden gefunden, also die Lager unten an der Fahrwerksstreben, die waren ausgeschlagen. Sollte man im Auge behalten, nichts Dramatisches, aber in der nächsten Zeit sollte das dann schon mal getauscht werden. Machen wir auf jeden Fall. Ansonsten steht die Kiste da wie eine 1. Sehr, sehr geil, wenn das bei uns Menschen auch nur so leicht wäre, gell? Egal, auf jeden Fall. Ja, kleines Lebenszeichen von mir, das Video. Ich werde mich jetzt an der Stelle schon mal von euch verabschieden und ich nehme euch jetzt gleich noch mit den Start raus hier in Mengen und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag in Gelnhausen oder dann am Sonntag eben in Mainbullau. Also macht es gut, Leute, Servus und Ciao.